Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit Mad Chris. Heute habe ich für uns etwas von Sir Spooks herausgesucht. Hatten wir schon länger nicht mehr. Das sage ich auch jedes Mal. Aber ist ja auch einfach so, weil wir viele Kanäle hier durchgucken. Und ja, ich hoffe, Sir Spooks bereitet uns heute wieder eine Menge Freude und Grusel. Ja, also viel Spaß, hier ist Sir Spooks. So, Sir Spooks, was haben wir denn da? Top 5 der gruseligen Videos, die wir nicht alleine anschauen sollten. Hatten wir doch gestern schon, oder? War aber nicht Sir Spooks. Heute ist es Sir Spooks. Wir schauen es ja auch nicht alleine. Wir sind hier zusammen. Auf geht's, Sir Spooks. Hello everyone, my Hello. Name is Sir Spooks and today we'll take a look at 5 scary videos. Yeah. But before we begin, make sure to subscribe to my channel so you don't miss any future uploads. Alright, let's begin. Yeah. Number 5. This first video was posted on Twitter by an account known as UK Ghost Hunts 1. Top Bildqualität. That typically posts videos of terrifying things occurring around the United Kingdom. Mm-hmm. This video is no different. The footage in question is security camera footage that was taken at 6:18 in. Ich dachte, das wäre gerade das. Jetzt kommt CCTV. In the morning, and was filmed inside of an allegedly haunted museum. Ach, Leute. Just by taking a quick look at the place, it certainly doesn't look to be that haunted. But as you're about to see, the rumors may be true. Ja, das ist eine Debug-Box. Debug ist, glaube ich, eine Art Dämon oder sowas. Der ist in so eine Box eingesperrt, ne? Deshalb wird halt immer dann zugeschlossen und mit einer Kette drum und so. Ist auch schon mal in irgendeinem Film aufgetaucht. Keine Ahnung, irgendein Horrorfilm der letzten 10 Jahre. Oder mehrere Horrorfilme, glaube ich sogar. Let's have a look. Da steht's ja auch. Verfluchte Debug-Box. What happened? Gut, es fällt was. Kann passieren. The account that uploaded the video says that a 400-year-old human bone display got destroyed by this creepy unseen poltergeist. Es ist einfach heruntergefallen. Es ist heruntergefallen. Aus irgendwelchen Gründen. Wir sehen es nicht, weil diese Säule mit der Debug-Box davor steht. Why did this spirit do this? Or was it even a spirit at all? Nee, das ist einfach so runtergefallen. Warum soll ich jetzt da sofort davon ausgehen, dass es ein Poltergeist war? Nur weil da dieser angebliche Debug-Box steht? Ja, das soll ja natürlich so suggeriert werden, ist ja klar, ne? Nein. We will likely never know for sure. Nein. Wir werden es nicht wissen, aber wir können es ahnen. Da war nichts. Es ist einfach gefallen. Nummer 4. The following video was sent to me by a woman named Yvonne, and it definitely has quite a creepy backstory, so if you're home alone right now and in the dark, I'd recommend turning on some lights. Yvonne writes, quote, "My husband and I were sitting at our fire pit outside, and he noticed this dark black object flying across the sky, oh, an UFO. And so I started recording it immediately, and it was super quiet, no lights, and traveling pretty fast. You could clearly see it because of the clouds in the background that were lit up from the moon, and you can see the object better when it flies in front of the full moon. This video was filmed in San Felipe, Baja California, Mexico. I've attached the original video and the clip version I used posted to my Facebook page. It's really strange." End quote. So with that out of the way, let's have a look at this video. Ja, schauen wir, was die Frau aufgenommen hat. Oh ja, da oben. Also es stimmt, es muss unter den Wolken sein, das ist richtig. Also fliegt es etwas tief. Das könnte jetzt aber auch eine Drohne sein, ne?
Es könnte eine Drohne sein. Oder ein UFO. Also was nicht menschliches, was nicht von Menschenhand erschaffen ist, sagen wir mal so. Man hätte es ja auch wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn der Mond nicht so hell wäre, ne? Ja. Usually in UFO sighting videos, the alleged UFO in question is silver or white, but this video shows one that is seemingly all black. Und wenn man sich das jetzt mal ansieht, ne, ja, es ist nachts und so, ne, ich finde die Bildqualität super. Und manchmal haben wir tagsüber eine Bildqualität, da wo man sich denkt, wer hat das denn gefilmt? Gerade bei UFOs, ne, ist das ja oft, sehr oft. Ist das oft, dass die Bildqualität so schlecht ist, dass man überhaupt gar nichts erkennt. So richtig. Aber das hier finde ich eigentlich schon ziemlich gut, ne? Also man sieht, dass das ein rundes, schwarzes Objekt ist, vor weißem, hell erleuchtet durch den Vollmond. Ne? Wie gesagt, könnte eine Drohne sein, wir wissen es nicht, also ist es ein UFO. Erst einmal. Which is definitely quite interesting to say the least. Jetzt möchte ich aber mal gerne wissen, wo jetzt hier diese Geschichte ist, darum, dass wir jetzt hier unsere Lichter anmachen müssen. Ich meine, meine sind sowieso an, aber das ist doch jetzt nichts Gruseliges, oder? Also ich grusel mich jetzt gerade nicht. Of course, because of just how mysterious this particular piece of footage is, it's currently impossible to say with absolute certainty what this is. Yeah. But the possibility of it being an alien UFO shouldn't be ruled out. After all, ja, das Problem ist halt, also vor 40, 50, 60 Jahren war das halt so, wenn solche Dinge am Himmel gesehen worden sind, gab es nur eine Handvoll Erklärungen. Heute haben wir Dutzende Erklärungen dafür. Von Drohnen, über irgendwelche geheimen Militärflugzeuge, Ballons, Satelliten, Raketen, alles. Ja, also wir haben tausend Erklärungen. Das war vor einigen Jahrzehnten noch einfacher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Stranger things have happened. What would you do if you were simply laying in your bed trying to relax, when you suddenly start to suspect that you may not be home alone, like you initially thought you were? That's the situation that this TikTok user found herself in late one night, as evidenced by these two videos she posted to her account back in 2020. The uploader, Caitlin, said that she started recording when she began to hear some strange noises coming from somewhere downstairs that freaked her out. Have a look at the creepy footage. Schritter, die auf sie zugerannt gekommen sind? The second video shows Caitlin one once again being taunted by strange noises in the comfort of her own home. Take a look at this video and see if you can come up with an explanation. Gut, damit war jetzt zu rechnen, ne? Die Tür öffnet sich.
Oh, oh, oh. Do you think that there is a ghost inside of this poor... Nein, ich glaube nicht, dass das ein Geist war. Ich glaube auch nicht, dass das ein Einbrecher war. Ich glaube, das ist gespielt. Ja, das wird ihr Freund sein. Eine Freundin. Keine Ahnung, irgendjemand, der da mit ihr dieses Video gemacht hat. Definitiv. Ich meine, das Verhalten von ihr ist jetzt auch ein bisschen seltsam. Sie filmt einfach weiter. Ich würde vielleicht die Polizei rufen. Ja, erstmal überall Lichter machen auch vor allen Dingen. Und nicht nur mit dem Smartphone-Licht darum experimentieren. Nein, also das ist nicht echt. Gruselig ist es schon ein wenig, aber nicht echt. A woman's home that's causing her to lose sleep at night. Is this some sort of a hoax? Yeah. To this day, the answer is unclear. Ja, wir wissen es halt nicht, ob es echt ist oder nicht, aber ich finde das Verhalten von ihr nicht realistisch und... Nee, das ist nicht echt. Also das, was wir bei einem unbekannten Flugobjekt genau sagen können, dass es halt ein UFO ist, weil wir nicht wissen, was es ist, da ist das hier praktisch auch ein UFO der Geistererscheinung. Ja. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir haben so das Gefühl, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es gefaked ist. Ja. Nummer uno. This next video was posted to TikTok by an account by the name of Old Fogey John, and is quite mysterious in nature, which sadly means that we don't really know what led up to the events of the video. The footage shows a dining room or living room in someone's house with a window that you can see out of. It's clearly pitch black outside, meaning the footage was either filmed very early in the morning or late at night. It all appears to be completely normal upon the first few seconds of watching, but in just a few moments, something eerie is about to occur that will give you chills. Watch this. Okay. Ooh. Ooh. Boah, Gänsehaut. Ey, was ist das? Ist das ein Alien? Ist das ein Greis? Ein nackter alter Greis? Wie creepy kann man sein? Boah, das ist. Ich habe mich jetzt hier nicht erschrocken, aber ich habe Gänsehaut. Wie widerlich ist das denn, bitteschön? Boah, das ist der schlimmste Clip seit mindestens 2 Wochen. Boah. Und da ist es mir auch egal, ob das Fake wäre oder nicht, sondern es ist einfach ekelhaft. Und die Augen hat man bei einer Einstellung, also ne, so ein bisschen hat man das gesehen. Out of nowhere, a scary creature suddenly stumbles up to the window and seemingly peers in before the video ends abruptly. What could this horrifying creature be? Das weiß ich auch nicht, was das ist. Das sieht ja echt, das sieht ja abartig aus. Oh, gut, dass ich hier immer die Jalousien runterziehe, sobald es dunkel wird. Stellt euch das mal vor, ihr seid irgendwo bei euch da in der Wohnung und auf einmal kommt da dieses Etwas ans Fenster. Boah. It appears to be extremely wrinkly and lanky in nature, but other than that, we cannot make out any other discernible features. If this creature is indeed real and none of this is edited, then we can only hope that whoever is living inside of that home is safe. Ja, das hoffe ich auch. Boah, das sieht so widerlich aus, Leute. And that was 5 scary videos. Ja. I hope you enjoyed the video, and if you did, then subscribe for more scary content. Boah. Ja, ne, Nummer 1 war ja dann tatsächlich der Top-Clip dieser Compilation. Boah, dieses Ding, ja. Ja, einen Clip habe ich rausgeschnitten, den kannten wir schon zu Genüge.
Den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Reicht irgendwann auch. Und ja, also mir hat es trotzdem sehr gut gefallen. Vor allem der letzte Clip war außergewöhnlich gut. Und das mit dem UFO fand ich auch ganz interessant. Ja, also wenn es euch auch gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Sir Spooks und auch zum Kanal. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Grusel mit Matt Chris hier auf YouTube. Also dann, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios. Dark, ready to restart. Every video he plays, every chilling tale, uncovering the truth, chasing a hole.